Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Projekt Was macht eigentlich, indem wir immer auf 5 Kanäle zurückblicken, die ich schon mal vorgestellt habe. Das könnt ihr auch nochmal in der Videobeschreibung nachlesen. Vorneweg würde es mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Abonniert meinen Kanal, seid aktiv mit dabei, schaltet die Benachrichtigung ein, indem ihr auf die Glocke klickt und dann auf Benachrichtigung, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen und mich auch sehr unterstützen. Fangen wir an mit dem ersten Kanal. Reborn X-Clan heißt dieser Kanal jetzt. Früher hieß dieser Kanal Ryutsu, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hatte 13 Abonnenten, jetzt 112. Aber es geht auch wieder hier schlecht los, sagen wir es mal so. Videos sind zwar noch vorhanden, aber nicht mehr so viele und auch keine, ja, guten, unterhaltsamen, weiß ich jetzt nicht, ich habe die nie geguckt. Auf jeden Fall ist hier ein Infovideo, ich habe einen neuen Kanal vor 4 Monaten, habe ich mir mal angeguckt. Ich bin auf den neuen Kanal draufgegangen, aber es würde nichts bringen, diesen Kanal zu zeigen, weil da ist genauso viel, ich sage jetzt einfach mal, Müll oder nicht unterhaltsames wie auf diesem Kanal. Also dieser Kanal ist genauso aufgebaut wie der hier eigentlich. Ist auch schon seit 3 Monaten nicht mehr aktiv. Deswegen erspare ich euch jetzt mal den Anblick von diesem Kanal. Wer trotzdem gerne diesen Kanal sehen möchte, sucht einfach nach diesem Kanal Ryutsu oder Reborn X-Clan. Geht dann auf das Video drauf und dann, ja, wird sich alles weitere klären. Okay, das war der erste Kanal. Wir sehen uns gleich nach einem kurzen Cut auf Kanal Nummer 2. So, Kanal Nummer 2 gehört Damned, so heißt der Kanal. 310 Abonnenten hat er jetzt, 205 hatte er damals, ja. 15 Jahre alt, Mika heißt der Kanalinhaber. Hat knapp 14.000 Aufrufe, Kanalbanner, Kanalprofilbild ist noch vorhanden. Das Kanalprofilbild sieht ein bisschen verstörend aus, aber okay, der Kanalbanner gefällt mir. Ist gut. Schauen wir mal zu den Videos rein. Dort hat er vor einem Monat zuletzt ein Video hochgeladen, und zwar Lagebericht, ne? Ich empfehle euch dieses Video mal zu schauen, da erzählt er so ein bisschen über sich auch und auch über den ganzen Kanal und so weiter und so fort. Des Weiteren hat er früher Minecraft gemacht, ich gucke gerade nochmal, hier hat er eine Folge Rocket League, hier wahrscheinlich entweder CSGO oder Battlefield, ich kenne mich in diesen Spielen nicht aus, ihr wisst das. Hier Minecraft, Skywars, Quick Survival Games, guten Rutsch, vor 11 Monaten, ja, in 2016, danke für 2015, aha, jetzt habe ich mich davon ein bisschen irritieren lassen. Aber okay, schaut einfach das Video hier an, Lagebericht, dann werdet ihr, glaube ich, ein bisschen schlauer sein, was diesen Kanal hier angeht. Und dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut auf Kanal Nummer 3 wieder. Und Kanal Nummer 3 gehört Grandline HD. 119 Abonnenten hat er jetzt, 141 hatte er damals. Also ein paar Abonnenten sind schon davon gegangen, aber auch zu Recht, weil hier gibt es auch leider keine Videos mehr. Ein schöner Kanalbanner, ja, schöne Berge, eine Berglandschaft ist vorhanden und ein, ja, selbstgemachtes, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass das vorgegeben ist von Google. Ein Kanalprofilbild, 119 Abonnenten, wie gesagt, fast 500 Aufrufe und ist halt seit dem 10.12. mit dabei gewesen. Wir gucken mal, nein, nicht auf die Playlist, sondern auf die Videos. Da hat er eigentlich schon ganz gut begonnen mit so einer Kanalvorstellung von sich. Was ist das? 5 Minuten 28. Vor dem Jahr hat auch, gute Aufrufzahlen, aber dann kommt leider nichts mehr oder ist leider nichts mehr gekommen. Da hat er schon nach dem Video die Motivation oder die Lust verloren oder einfach die Zeit nicht gehabt, weiß ich nicht. Deswegen, das ist immer so ein bisschen komisch. Ich meine, mit so einem Video zu Beginn ist ja super, aber dann hätten eigentlich noch ein paar Videos mehr folgen müssen. Aber es wird schon seine Gründe haben, warum er keine Videos mehr macht. Ist auch wieder schade, aber das gehört mit zum Projekt. Nicht jeder ist noch so aktiv mit dabei wie ein paar andere, die wir hier schon gesehen haben und die wir noch sehen werden. Okay, das war Kanal Nummer 3. Wir sehen uns gleich nach einem kurzen Cut auf Kanal Nummer 4 wieder. Und Kanal Nummer 4 gehört dem iMindstone oder iMindstone, aber ich denke mal, das wird iMindstone ausgesprochen. 194 Abonnenten hat er jetzt, damals hatte er 111, also ein Abonnentenzuwachs, ja, das ist sehr schön. Hier hat er noch ein paar Los Amigos reingeschrieben, unter anderem Bereave, den kennen vielleicht einige von euch, Minus Dude, vielleicht, wenn ihr jetzt gerade Varo schaut, oder ich weiß nicht, ob Varo noch läuft, wenn ihr das Video hier seht, vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht, den Zinus HD vielleicht, It's Fabio kenne ich zum Beispiel gar nicht, also ich kenne den Minus Dude, Bereave und den Zinus, die anderen, die sagen mir leider gar nichts. Naja, auf jeden Fall, der Jonathan, 15 Jahre alt, gut, die Beschreibung ist auch schon ein bisschen her, so zu dem Zeitpunkt war er 15, hat knapp 400 Aufrufe, wir schauen mal zu den Videos, da sind aber auch leider nur 2 vorhanden, aber dafür Vlogs, ja, einmal ein Vlog aus Porto, ja, Hauptstadt von, nee, nicht Hauptstadt von Portugal, das ist ja Lissabon, aber die Stadt liegt in Portugal, und ein Vlog aus Elba, wo ist Elba, ist das Spanien? Ich rate einfach mal, ich glaube, das ist Spanien, ich bin mir aber nicht sicher, ich kann mich auch total vertun, also ich glaube mal Spanien. 2 Vlogs hat er hochgeladen, den letzten vor einem Monat.
Und er scheint auch keine weiteren Videos mehr machen zu wollen, oder es kommen auch keine Videos mehr. Ich habe auch keinen Zweitkanal oder so gefunden, worüber ich euch berichtet hätte oder ja berichten kann. Schade eigentlich, aber okay. Muss jeder selber wissen, wie gesagt, da bin ich gar nicht böse drum. Ist halt immer nur schade, wenn man dann sieht, dass diese Kanäle leider keine Videos mehr machen, obwohl sie früher eigentlich gute Videos gemacht haben. Na okay, das war der 4. Kanal. Dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut auf dem 5. Kanal für die Folge wieder. Bis gleich. Und der letzte Kanal, den wir heute betrachten wollen, ist der Leatrex oder Leatrex. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. 133 Abonnenten hat er jetzt. Er hatte damals 89, als ich ihn vorgestellt habe. Also ein kleiner Abonnentenzuwachs. In seiner Beschreibung steht, hier kommt dann was, wenn ich Bock habe. Also vielleicht einmal im Jahr. Das wäre sehr kurios. Aber okay, wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ihr seht, zwei Videos sind da. Und zwar von dem Jahr einmal Fuck You. Das ist halt so ein Template-Video halt. Also ihr könnt euch das ja mal angucken, wenn ihr Interesse habt. Und dann hat er noch ein wichtiges Video hochgeladen vor 6 Tagen. Und zwar Hi. Und zwar erzählt er in diesem Video, ich habe mich mal ein bisschen reingehört, er möchte wieder Videos machen. Er sagt auch selber, er hat seit einem Jahr leider kein Video mehr gemacht, aber er möchte jetzt wieder Videos machen, aber auch nur dann, wann er Lust hat, ne? Also nicht regelmäßig, sondern halt mal spontan. Zum Beispiel Minecraft-Videos, da hat er jetzt wieder richtig Bock gekriegt. Oder auch von Kurzfilmen, er möchte auch Kurzfilme machen. Möchte er auch Behind the Scenes dann hochladen, quasi von diesen Kurzfilmen oder von diesen Filmen, die er machen will. Möchte ich auch nächstes Jahr eine neue Kamera holen und so weiter und so fort. Deswegen, also falls ihr auf so Kurzfilme steht und ja, ihr gespannt sein wollt, was da passiert, schaut beim Leatrex vorbei. Und jetzt hat gerade mein Handy vibriert. Nice. Hashtag FragCK. Ah, der Commander macht gerade einen Livestream wieder sonntags. Ist gerade der 11. Dezember, wo ich das hier aufnehme. 10 vor 5, deswegen, das ist so die Zeit für den Commander, Livestreams zu machen. Naja, okay. Das beiseite. Beim Leatrex, wie gesagt, schaut da vorbei, wenn ihr da Interesse habt an Kurzfilmen und so weiter und so fort. Und ansonsten war es das für diese Folge. Was macht eigentlich, wir haben wieder auf 5 sehr interessante Kanäle zurückgeblickt, muss ich ja sagen. Der Leatrex ist so der einzige, wo man sagen könnte, der macht, denke ich, noch Videos. Bei den anderen habe ich eher die Hoffnung aufgegeben. Aber beim Leatrex, das ist so der einzige, wo man halt, wie gesagt, noch die Hoffnung haben könnte, dass er Videos macht. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Seid aktiv mit dabei. Schaltet die Benachrichtigung ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euch wünsche ich einen schönen Tag. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.